So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr habt das jetzt schon gesehen für die Twitch-Leute, die jetzt eben auch zugeschaltet haben vorhin oder die mit dem Raid reingekommen sind. Wir nehmen das hier im Autodirector-Modus auf. Das heißt, alle meinen, ich habe so einen ganz fiesen Algorithmus und der berechnet das, wann hier mal Schluss ist, die Folge. Und dann haut er einen Endscreen dahinter und macht dann bei der nächsten Folge einen Intro-Screen. Und dann geht das zu YouTube dann direkt hoch. Und ja, da konnte es dann nachgucken. So, aber manchmal ist halt der Schnitt schlecht. Wie jetzt eben gerade, es wäre besser gewesen, wenn wir das jetzt noch in der Folge gehabt hätten, in der letzten. So, bleib mal stehen, Ednir. Hallo, ey. Ich habe diesen Stab. Hier, guck, den Stab der Lust. Sieh an. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt, also erfülle ich auch meinen. Gewehr den Scheiß. Der Stein, den Arniel haben wollte. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, was er damit anfangen will. Er ist so beschädigt, dass er keine Seele mehr aufnehmen kann. So. Abgeschlossen. Bringe den Stab zu Ednir. Sprich mit Unreal ist die nächste. Mit Unreal. Die nächste Quaste. Ja dann. Auf nach Himmelsrand. Mal laufen, müssen wir jetzt nicht hinreisen, ne? Ja. Man kann ja auch mal laufen. Steht hier irgendwo rum bei dir, euer? Bei mir ist er da drüben, ja. Ja, Halle der Leistung. Ja, das ist Unmund, der ist nur am Pennen, auch. Mordschen. Bestimmt die Treppe hoch. Nee, ist unten. Ich hab ihn gerade gehört. Oder? Nee, hier ist er. Oben, ja. Ja. Licht im Bett, faules Sack. Ja. Weck man doch mal auf. Ey! Vielleicht du. Bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen verschont. Ich glaube nicht. Das wäre schön. Nee. Das wird noch viel schlimmer. So, ich habe ja den Seelenstein, den ihr gesucht habt. Habt ihr? Hm? Wunderbar. Ich hatte schon befürchtet, so kurz vor dem Ziel aufgeben zu müssen. Vielen Dank dafür. Vor mir liegt noch ein großes Stück Arbeit. So, verzerrter Seelenstein entfernt, abgeschlossen. Andreas Aufgabe. So, dann haben wir das abgeschlossen. Das ist gut. So. Dann würde ich sagen. Ach, da ist die Treppe. Wir haken es am besten gleich ab. Andreas Aufgabe. Bei mir auch ab. Ja, genau. Habe ich gemacht. Und damit haben wir jetzt 117. Du hast 123 Questen abgeschlossen, ich habe 117 abgeschlossen. Das ist ja seltsam. Warum hast du so viele abgeschlossen? Keine Ahnung. Ja, bestimmt ja diese Meisterzauber-Dinger vielleicht. Nee, ich habe noch keinen Meisterzauber. Okay. So, aber weil wir ja in der letzten... Die letzten 50.000 Folgen waren wir ja in Solzheim und da waren ja nur noch 3 oder 4 Questen jetzt offen in Solzheim. Die machen wir aber jetzt nicht. Wir wollen nur diese Ausgrabungsstätte schnell machen, deswegen aktiviere ich die jetzt. Und dann wir reisen mal kurz nach Solzheim. Aber müssen wir es runtergehen. Weil die weitergeht, die Quest. Ich hatte glaube ich irgendwie 7 Stationen oder sowas. Insgesamt. Und deswegen versuchen wir die nebenbei zu stellen, weil sonst müssen wir ganz oft warten. So. Akademie von Winterfest. Auf nach Solzheim. Und ich gucke, wie viel ich Reisepäckchen ich noch habe. Reiseausrüstung. Wir können Schnellreise nur mit Ausrüstung mal mit
Material machen. Bist du schon gereist? Ich bin gereist, ja. Kannst nachkommen. Okay. So, hier. Da kommen wir jetzt hinlaufen, den Rest. Gute alte Rabenfels. Ich mag Solzheim. Ist gut. Und da ist Julia. Jetzt braucht er gar nicht so schnüffeln. Ich hab kein Wolfsblut mehr. Das habe ich entfernt. Ich schon. Wenn du brauchst, ich habe noch zwei Köpfe, wenn du noch. Die kann ich ja jetzt rausnehmen. Ich denke mal, die Quests sind abgeschlossen. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Du musst nur noch so einen Kopf haben und musst nach Javaskis. Oder heißt das so? Meist ist da in das Feuer rein. Da kommt so ein Geisterwolf. Den haust kaputt. In der Tiefenschmiede oder was? Nee. In dieser ursprünglichen. Oder diesen Typ drin. Jeskamor, Jeskamor. Das, nicht Javaskis. Das weiß ich jetzt nicht. Hier wird gekämpft. Nee. Ja, ey. Gegen was? Nekromant. Eiszauberer. Bei mir ist es Feuer. Wow. Ich! Sitz! Ja. Schwert auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Hab ich auf dem Kopf. Mein Loot. Geh weg. Da muss man aufpassen. Der hat einen dicken E-Finger. Da ist ja alles weg. Oder wir können nicht mit ESF, ne? So, da müssen wir nur wieder hier hoch, dann sind wir schon da. Bei unserem guten alten Ausgrabungsleiter. Der Feuerscheine, wie der hieß. Der uns, glaube ich, aber ausnimmt die ganze Zeit. Wie so eine Weihnachtsgans. Aber wir haben ja Kohle zum Glück. Wir sind reich. Oh nein. Rufe die scheiß Formel ab. Warte, ich muss dich schnell umbringen hier. Ah, das ist nervig. Du bist nervig, du bist nervig. Diese Nekromantensucher sieht Julia nicht, weil die den Mod nicht installiert hat. Deswegen muss ich die kurz alleine umbringen. Der Quest-Onkel ist an mir vorbeigelaufen gerade. Siehst du die Einschläge von dem Eiszauber? Nein, auch nicht. Ich sehe dich nur manchmal leuchten. Das war schon alles. Das war schon alles, ja. Gut, es war alles und du bist tot. So, haben wir das schnell gemacht? Suchen wir uns mal den unseren Freund. Ach, da kommt er angelaufen da oben. Er hätte ein bisschen Angst gehabt. Das Herzstein, links. Bergmann. Ey, Rallies. Oh, ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. Du hast uns doch bestellt, wir haben die Zettel gelesen. Es sieht so aus, als hätten diesmal wenigstens ein paar Bergleute überlebt. Ja, nun. Die Söldner haben ihre Arbeit getan. Waren jeden Septim wert. Ja, natürlich ja. Sind manche da vielleicht anderer Meinung. Die Toten zum Beispiel. Ah, okay. Bei den Göttern. Was für ein Debakel. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber Übung macht schließlich den Meister. Ihr geht und erledigt erneut die Drauger. Und ich halte den Rest dieser Envar davon ab, davon zu laufen. Okay, alles klar. Also wieder rein. Hast du Auge gekriegt? Ja. Subi. Dann vielleicht muss man rein und bringen wir wieder alle Trauer da unten drin um. Wenn da nicht mindestens ein Hubschrauber oder was drin ist am Ende. Was weiß ich. Irgend so ein mega Schwert oder ein Rüstungsteil. Weil der geht ja über 2000 über Gold oder so. Geht ja über viel ausgegeben. Ja. Das wäre. Oh. Trauger. Ah!
grab dir mal das Zeug. Lass was raustappen. Ich komme nicht an dem. Ja, ja. Das Wort, was so kaputt ist. Das ist echt doof manchmal. Jetzt. Oh. Jetzt ist hier so eine Wache durch die Kante geflogen. Oh, das nehme ich. Jetzt komme ich durch. Oh, schon ein Wort der Macht. Und das wird auch Zeit, das hören wir ja schon ewig. Jetzt ist es vielleicht endlich mal ausgegraben. Ach so. Na, ich denke mal, das ist. Siehst du es schon? Ich höre es nur, ich sehe es mal noch nicht. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Kein Morgen mehr. Also müssen wir einfach rumrennen und Trauger töten. Ja, genau. Befreie die Trauger. Befreie das Grab von den Traugern. Hast du einen? Ja. Bist du eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo in diesem Grab mal. Ja, oh ja. Ist noch nicht ausgegraben, denke ich mal. Ja, 7 Stages hat die Quest oder sowas. Noch oben oder was? Nee, ich bin weitergelaufen. Ich weiß ja nicht, wo du hin bist. Geradeaus weiter. Ja. Oh. Gift und rote Spinne. Okay. Oh. Oh, ein Lootraum. Smaragdtruse. Oh, du bist fast tot. Geht die Truse? Nee. Oh, Leintücher. Endlich Leintücher. Mach zur See. Oh, ich bin so überladen. Ich bin so überladen. Wo ist mein Schwarzmarkt? Guck mal. Sobald ihr scheint. Lasst uns handeln. Lasst uns handeln, mein Freund. So, wir verkaufen dir mal schnell ein bisschen Dreck. Geht die Truse? Achso, weil ich jetzt gerade bestimmt mit dem rede, deswegen. Wahrscheinlich. So, ich verkaufe mal schnell, da muss ich mir ganz kurz konzentrieren, dass ich nichts Falsches verkaufe. Vulkanglas-Schild der Feuerminderung. Das gucken wir uns mal an, vielleicht können wir das runterziehen von dem Ding. Totenbeschwörer, Magiker, ist Blödsinn, das haben wir schon, quasi, so will. Waffen, Dolch weg. Des Eises, Frostschaden. Den gucke ich auch mal mir an. Postschaden, ob ich den bergen kann, den Zauber. Ein bisschen Geld hat er ja noch. So, reicht.
wie Danke. Ich es liebe, mich mit den Sterblichen zu befassen. Das ist der Beste, den es gibt. Ohne Witz. Unterwegs. Das ist mega. Du brauchst nicht immer irgendwo hinreisen. Oh. Ihr habt Nein! Viele Dinge, Kap, Scheiße! Die ich kaufen möchte. Ich! Ich wollte noch eigentlich einfach einfrieren, den Blödmann. Da! Geil! Ist euch das Ding weggeflogen? Dinge, die cool. Ich kann es kaum. Ja, das Ding hat ihn gekillt. Ja, komm, hau ab. Wir haben doch gerade mit dir gesprochen. Aua! Schon bald werde ich zurückkehren. Oh, mein Spiel ist eingefroren. Shit. Geht's wieder oder musst du. Ist es abgeschmiert? Nee. Ich habe es abgeschmiert. Ich kann auch nicht mehr F2 oder irgendwas drücken. Nee, das ist abgeschmiert. Das war zu hohes Durcheinander, glaube ich, mit den Dings. Hm. Jetzt mit den ganzen. Der Alto nach, dann war mein Vieh, was er. Ich habe den zweimal gespawnt, dann habe ich zweimal aneinander gespawnt. Dann gehe ich vom Server. Musste leider. Ich hoffe, ich habe einen guten Safe. So ein Mist. Gut, dann starten wir nochmal neu. Das nützt nichts, das ist manchmal so. Aber das passiert beim normalen Skyrim auch, also da. Soll ich jetzt nichts drauf geben? Das war sicherlich der. Das ist ja auch, glaube ich, AE, der Typ, den du da spawnen kannst. Der Aethra-Prinz. Ich will dieses ganze Ding nochmal klären. Das wäre traurig. So, komm, mach mal. Laden, was habe ich alle? Automatisch, Kolbjorn. Zeit weiß ich jetzt nicht. Aber wir sind auf jeden Fall drin in dem Ding. Also. Kann es nicht so weit sein. So, ich connecte auf den Server. Und ich mache eine Party. Kann ich? Jo, kannst. Oh Gott, sie sind direkt am Eingang. Sowas Ärgerliches. Bin connected. Okay. Wow. Warte, ich krieg deine Einladung. Ich bring nur die Typen schnell um. So, F2. Player. List. Einladen. Jo. Bist du da unten, oder was? Ja. Ich bin noch da, wo ich eben war. Ja, du hast ja, konntest noch speichern wahrscheinlich. Na, ich bin stehen geblieben. Als ich vom Server runter bin, konnte ich ja pausieren quasi. Achso. Jetzt sind die alle wie nachgespawnt hier bei mir. Die ganzen Rauger. Na ja, gut, du hast ja mich getötet quasi in deinem Schlafzimmer. Stimmt, ja. Hier geht's mal weiter. So, erstmal weg mit dem. Lass mal kurz gucken, ob die Quest aktiv ist bei mir. Ja. Befreier, genau. Nicht, dass wir da Scheiße machen. So, hier sind wir gerade drüber weggelaufen, glaube ich. Hier haben wir gelootet. Ich bin unter dir, da wo das Wort zu hören ist. Und jetzt steht wieder. Oh, verbessert. Jetzt ist mein abgeschmiert, jetzt war es wahrscheinlich zu unterschiedlich. Das kann sein, ja. Oh, ich höre gerade den Alten nachrennen. Das ist deiner bestimmt, oder? Ja, der Arme, der hat jetzt bestimmt Angst ohne mich.
Ja, bestimmt hat er Angst. Der rennt die ganze Zeit gegen die Wand, so wie es anhört. Der olle Blödmann. Warte mal, da sind noch zwei in die, drei in die Richtung. Ah, Expertentür. Das war, glaube ich, die mit dem Loot dahinter, wo wir eben die Saphirtrose und so hatten. Das war eine Expertentür, glaube ich. Ja. Aua. Was? Oh, vor die Falle, Alter. So, ich hol mal schnell den Schwarzmarkt. So bald? Ihr scheint nach einem Handel zu lächeln. Ich bin mir sicher, dass wir uns handelseinig werden. Glaube ich auch. So, muss man eben den Scheiß nochmal verkaufen. Haben wir ja eben was gemacht zum Glück. Mal reichen. Wie ich es liebe, mich mit den Sterblichen zu befassen. Ich steck gleich mal um, dass man nicht aus so sehen, den Blödmann nochmal spawnen. Wie eben. Ich höre den Alto noch immer noch. Ich bin wieder da. Oh. Okay, warte. Noch ein Trauger. Fest. Dann hol ich dich. Seele gefangen. So, aua. Aua, aua, aua. Einladung ist raus. Was bist du denn für eine dreckige Scheißspinne? So, wo bist denn du? Am besten teleportierst du dich zu mir. Da bist du. Ach ja. Ich sehe jetzt noch zwei auf der Karte. Oh, jetzt habe ich Festmarker. Hm, das sind die letzten zwei, ich nehme an. Die letzten zwei markieren wir dann, wisst du? Hier hinter der Tür ist einer. Hm. So, da habe ich die Verbesserung auch gekriegt. Müssen wir mal angewöhnen, öfters F5 zu drücken. Boah, der von uns, der Feuer, Alter, noch. Ah ja, das ist unsere. Feuer. Abgeschlossen, befreie das Bums. Das olle Bums. Mal gucken, ob hier unten. Ja, ja. Oh. Das leuchtet, wenn man drauf tritt. Oh, ja. Das ist irgendeine Dings ist das. Irgendeine Quest. Rätselfalle. Rätselfalle. Das ist der Fachbegriff. Wir haben einen Schrott dabei. Wir haben das schon mal so ein Ding gemacht. Hm.
Stufe ist Lehrling hier. Die ist leer. Leer, deswegen heißt die Lehrling. Lehrling. Mhm. Truhe Lehrling. Okay. So, hier oben. Falle. Aua. Oh, cool. Das ist Falle. Ja, aber ich verstehe es nicht, was wir hier machen ich wollen. Ich weiß nicht, dass ich dieses Wort hier höre, ey. Triggert sich, ne? Bestimmt noch. Ja, klar. Ne? Übelst. Ich denke auch. Ich meine das auch mit dem... Rätsel, ja. Hier raschelt es sogar schon. Also hier die Luft, weißt du? Die leuchtet auch dann so. Es will zu mir. Kornglas, Streitaxt. Ich will raus. Ich sehe jetzt auch nicht, was wir machen sollen bei dem Dings, ehrlich gesagt. Nee, bei dem Rätsel. Also gehen wir einfach mal raus jetzt. Ja. Ja. Wow. Oh. So, da haben wir es ab. Nee. Es steht hier nur tot rum. Und dann geradeaus. Frostaltro nach wieder auf die Hand legen. Mhm. Das nervt mich ja. Immer wenn ich neu lade, ist der Feuer wieder drauf. Egal, was ich vorher auf der Hand hatte. Okay. Hier geht's raus. Mirak. Warte. Da rechts. Ja, wir hatten auch noch ein schwarzes Buch und so ein Scheiß, ne? Aber wir machen jetzt erstmal. Ich hab eins noch, ja. Mach uns noch ein bisschen den Himmelsrand rum. Keine Lust mehr auf Solstheim erstmal. Aktuell nicht, ne? So lange. So. So, red mal mit dem. Ey, alles so blöd, Mann. Alle Trauger sind tot. Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen. Ja. Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt, doch ich werde alles tun, was ich kann, um weitere Bergleute zu finden. Wir haben uns einen guten Namen gemacht, aber mit genügend Gold kann ich es schaffen, gerade so. Na, wie viel denn? 5000. Oh. Ihr wollt 5000 Septime? Ich weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen. Aber wie ich schon sagte, wir sind hier draußen ziemlich berüchtigt. Und Gold ist das einzige Gegenmittel gegen einen schlechten Ruf. Habt ihr das Gold? Ja, natürlich. Gut. Diesmal zahle ich für ein paar erfahrenere Haudegen. Damit dürfte es klappen. Okay. Es gibt bald keine Leute mehr auf Solstheim, weil wir die alle hier in alle der Ausgrabung abschlachten, ey. Ja. Das Rallys Tagebuch war blau bei mir. Hab ich also noch nicht gehabt. Bei mir auch, aber jetzt ist es weg. Ohne Kinderpuppe. Es soll ja auch noch irgendwo so eine Quest rumliegen. Wie soll es in der Quest rumliegen? Aber es kann sein, dass wir uns durcharbeiten müssen. Durch die Quest. Mhm. Also, lassen wir das mal dahingestellt einfach jetzt. So, dann würde ich sagen, zurück nach Hibbles Red. Habe ich überhaupt noch genug Reisepäckchen? Ja, 5 habe ich noch. So, was macht man jetzt? Akademie weiter, oder? Die nächste wäre Priyas Herausforderung, aber die habe ich schon gemacht.
Hast du noch irgendwas in Akademie? Onmund nee, oder so? Ich reise kurz nach Weißlauf und hole mir neue Reisepäckchen. Eins von unseren Kindern, oder? Bleib mal stehen, Kind. Ey. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Jo. Das ist Mila. Ach, jetzt weiß ich auch, warum meine Tochter vorhin in Weißlauf rumgerannt ist. Das ist ja deine und deine wohnt ja in Weißlauf. Hm. Hat mich eben gewundert. Da kann deine. Hm. So, wir nehmen mal 10. Dann mach ich nochmal schnell. Ja. Ich weiß mal schnell die Schwerter raus hier. Das kann noch raus. Das kommt auch mal raus. Also einen Bogenschraum brauche ich nicht. Den Rest können wir bei Gelegenheit mal verkaufen. So. Ah, warte. Und zwar hier Elana. What you need? Ich möchte gerne euren Rankenbeutel sehen. Of course. I'll just be here then. Hier. Höllischen Schutz. Das klingt irgendwie, als wäre es ein Codewort für irgendwas. Ja, Rankenbeutel sehen. Mhm. Ja, genau. Stimmt. Habe ich auch vorhin gedacht. Formel des höllischen Schutzes. Da brauche ich jetzt 2 Feuersalze, eine Drachenzunge, blutende Krone und gewöhnlichen Seelenstein. Muss alles bei der in den Beutel und dann kann die den Zauber wirken. So, schmeiß uns mal da rein, dann verliere ich es nicht. Sie noch aufwarten? Yes. Ja. Don't forget about me. Ja. Vergess sie nicht, keine Sorge. Sorry. Du sollst drinnen warten. Hört die mir jetzt nach? Nee. Gut. Immer ratsam, nur einen Begleiter dabei zu haben. Also wenn Julia da ist, dann nehme ich meistens keine Begleiter mit. Das funktioniert eh nicht richtig. Und wenn Julia ins Bett gegangen ist, dann können wir mit einem Begleiter rumlaufen. Das geht dann besser. So, Akademie oder was? Winterfeste. Wo bist du? Ich bin gerade in Yawaska und habe meinen einhändig trainiert gegen so. Geld. Alles klar. Hör mal. Alter. Ja, Winterfeste. Ich bin fertig. Ich bin unten in dem Dorf, ja. Gucken. Ist ein Händler. Hier Prina ist Reste oder was, ne? Kaufst hier. Ja. Oh, oder Birna. Ja. Birna ist Reste, Überreste, ja. Ich habe noch 2-3 Schwerter, die werde ich gerne loswerden. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Warum sieht die meine Amulette Amara nicht? Habt ihr was für zu verkaufen? Für manche ist das Ramsch. Für mich sind das Schätze. So, ja. Das kann weg. Hat die Geld ja ein bisschen. Das kann weg. Boah, ich habe glaube ich meine Axt schon verkauft. Für kurzen. Sand dauert. Ah. Vulkanglas Streitaxt. Die haben auch Damage. Die Kohle hat sie nicht mehr. Trotzdem weg damit. So, 0. Danke, Brina. Birna. Warte, vielleicht kann ich dir was abkaufen. Krimskrams, solche Sachen. Hast du was Schönes?
Dietriche kann ich dir mal abkaufen, die kosten aber nichts. Herrenpelz, Ebenerzbahn, Eisenbahn, Mädchenkleid. Mächtiger Seelenstein. Aber der ist schon voll. Das kannst du behalten. Leere Seelenstein würde ich mal kaufen. Bis zum nächsten Mal. Ja, wünsche ich dir auch. So. Julia ist schon da und dann rennen wir hoch nach zur Akademie. Aber was in der Akademie passiert, bleibt in der Akademie. Und deswegen sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns in Sofengarten.